Jo, meine Kartoffelfreunde, und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge. Und zwar gucken wir uns heute einen Overwatch-Fall an. Und ja, ich werde dabei über so ein paar Themen reden. Und während ich über ein paar wichtige Themen rede, schauen wir uns das Overwatch-Gameplay im Hintergrund an. Ich werde dazu vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen. Für alle, die Overwatch nicht kennen, aber alle, die eigentlich CSGO-Movies kennen, sollten Overwatch kennen. Das ist im Spiel integriert sozusagen ein Hack-Anti-Cheat-System. Das heißt, wir können Leute im Spiel melden und ich glaube, wenn man innerhalb von 24 Stunden 10 Bans kriegt oder 11 oder so, Reports, dann wird eine Demo aufgenommen im Hintergrund und man wird dann sozusagen dieses Overwatch geschickt. Ich kann mir die Demo jetzt im Hintergrund angucken. Und dann im Endeffekt ein Fazit ziehen, ob der Spieler nun Cheats benutzt oder nicht. Wallhack oder Griefing ist natürlich auch möglich. Das heißt, er behindert seine Teammates beim Spielen, bla bla, wie blub blub blub. Ja, ich möchte ein bisschen über meinen Kanal reden, wie es weitergeht und Co. Also, ich habe jetzt noch keinen Schuss verfügt, ich muss mal so bemerken, ne? Ich habe ja früher viel Minecraft gemacht, Battles und was weiß ich. Ich werde bestimmt, ich verspreche jetzt nichts, aber ich werde bestimmt irgendwann auch mal wieder beim Battle von Domse mitmachen, aber so von mir aus selbst habe ich in letzter Zeit einfach keine Lust auf Minecraft. So, ich spiele in letzter Zeit, Alter, sag mal, ist das Gott? Ich habe halt einfach für mich persönlich keine Lust auf Minecraft und spiele in letzter Zeit sehr viel Counter-Strike, Battlefield, halt andere Spiele und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Falls ja, könnt ihr ja einen Daumen hoch lassen. Falls nein, Daumen runter und einen Kommentar dazu, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Dafür wäre ich euch ziemlich dankbar. Ich weiß, dass ich sehr lange inaktiv war und ich weiß auch, dass viele Leute mich früher geguckt haben, jetzt wahrscheinlich nicht mehr zugucken werden oder gar nicht mehr wissen, dass ich überhaupt noch existiere. Ja, dafür will ich mich erstmal entschuldigen. Ich war sehr lange inaktiv, aber versuche jetzt langsam neben der Ausbildung und dem Streaming versuche ich jetzt langsam wieder ein bisschen reinzufinden. Und ja, im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall ein Gameplay. Das ist die Map Das 2. Und ich muss sagen, The Suspect, ja, jetzt 3:0 in der ersten Runde, hat im Warm-Up schon ein bisschen komisch geschossen. Ich will natürlich jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber reden wir nochmal weiter über den Kanal. Also neue Thumbnails kommen zu den Counter-Strike-Sachen natürlich, neue Playlists werden kommen, Minecraft wird wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich werde die Videos drin lassen. Aber ich werde die Playlists von meiner Startseite auf meinem Kanal wegnehmen. Also ihr werdet sie im Videoarchiv finden, aber nicht mehr auf der Startseite. Oh, Alter, die Gegner sind aber auch schlecht, ne? Muss ich dazu echt mal anmerken. Ich sage The PM. Fällt mir gerade mal auf. Der P90 spielt gehört eigentlich schon direkt gebannt. Eigentlich sollte man ihm dafür schon einen Bann reindrücken, ey, ohne Witz. Diese Waffe ist so ätzend in diesem Spiel. Ich werde mich in mehreren Richtungen oder allgemein hauptsächlich in Richtung Counter-Strike konzentrieren. Mein Profilbanner und alles Mögliche wird dann halt auch dementsprechend aussehen. Also ihr habt ja bestimmt auch gemerkt, dass meine Freundin öfter in den Videos dabei war. Ich werde Outlast auf jeden Fall auch zu Ende spielen und es wird bestimmt auch öfter ein Horrorspiel laufen. Ich kann aber halt nicht versprechen, dass ich halt immer die Videos regelmäßig bringe, weil ich viel mit ihr unterwegs bin. Ich habe überlegt, mal Vlogs anzufangen, aber ich weiß noch nicht so, ob ich das durchziehe. Da bin ich mir noch nicht sicher. Da muss ich ihr Einverständnis auch für haben, dass es für sie okay ist. Alter, gut, den hat er vielleicht gehört, ne, aber der spielt schon so ein bisschen awkward, der Typi. Muss ich da mal gucken, wie sich das alles so ein bisschen balanciert. Leckt ziemlich, kann das sein? Ja, er spielt komisch. Ich habe das Gefühl, er hat ihn kurz jetzt extra nicht getötet, weil er schon die anderen drei Leute da getötet hat. Jetzt kriegt er bestimmt einen Klick. Die AWP kriegt jetzt bestimmt das Brett seines Lebens. Oder die sind einfach nur schlecht. Beziehungsweise Low Elo. Also im Silber-Goldnova-Bereich.
Genau, wir können ja noch mal ein bisschen über die Formate reden, die bei mir auf dem Kanal kommen werden. Ich habe auf jeden Fall Lust, ab und zu so ein Best-of-Matchmaking zu machen. Das heißt, immer wenn ich habe ja jetzt die letzten Tage schon ein Video hochgeladen. Das heißt, immer wenn ich genug Material habe, um ein Video zu füllen, was weiß ich, 3 bis 5 Minuten geht, dann werde ich das zusammenschneiden und hochladen. Also da wird es keine festen Termine für geben. Ja, kommen wir jetzt zu dem Overwatch-Ding. Da habe ich Lust, das regelmäßig zu machen. Das ist ja auch vergleichsweise wenig Arbeit zu so einem Best-of-Video. Da muss man halt sich die Szenen raussuchen, zusammenschneiden, Musik drunter legen, alles anpassen, lauter, leiser, Effekte, Color Correction, was weiß ich. Ich weiß, meine Videos sind jetzt nicht on fleek, wie, was weiß ich, die von Tweeday oder Biber, aber ich meine, die haben das auch studiert und die machen das schon jahrelang, ne? Ich mache das halt hier nur als Hobby und habe gerade damit angefangen und wie gesagt, ihr könnt euch gerne die Videos angucken und ich würde mich über effektives oder konstruktives Feedback extrem freuen. Das möchte ich euch nochmal ans Herz gelegt haben. So, hier war ich jetzt bei dem Overwatch, das möchte ich auf jeden Fall machen. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich Horrorspiele gerne öfter spielen würde. Oder weiterhin spielen würde. Oh, ich weiß, Outlast habe ich ja irgendwie nie weitergespielt, ne? Ich habe es noch auf dem Computer, sagen wir es so, und Speicherstand ist auch noch da. Da muss ich einfach nur mal die Eier zufinden, sage ich jetzt mal. Ja, so, das sind eigentlich so die 3 Hauptthemen, die ich mache. Ich möchte auch Case-Openings machen, ganz gerne. Das Problem ist halt nur, bei diesen Case-Openings, die Schlüssel sind extrem teuer. Also 2,20 Euro für einen so einen Schlüssel. Kisten habe ich genug, auch alte Kisten. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine neue Kiste, kommt jetzt raus beispielsweise und ich würde gerne die neue Kiste aufmachen, dann sind das für 10 Kisten schon mal 20,20 Euro an Keys. Und dann kosten die Kisten meistens am Anfang auch nochmal 10, ne, nicht 10 Euro, aber hier so, wenn die halt schon so einen Tag da sind oder so, irgendwie kosten die auch schon so 2-3 Euro noch. Und dann bin ich halt 50 Euro für ein Case-Opening für über 10 Kisten los. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür habe ich das Geld nicht, um das regelmäßig zu machen. Da muss ich gucken, ob ich mal im Monat Geld übrig habe, ob ich mir was angespart habe, wenn ich jetzt bei Twitch Donations kriege, dann kommt das meistens in Case Openings wieder raus oder ich kaufe mir ein Spiel davon und spiele das mit euch oder so. Also das, was auf Twitch passiert, das wird meistens auch wieder in YouTube oder in den Stream investiert. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Ich habe auch immer ein Donation Goal laufen, da müsst ihr einfach den Streamer machen, dann ist über meiner Webcam meistens so ein Donation-Go, dann steht dann so drauf, hier für das und das spare ich zurzeit, für eine neue Webcam, für eine neue Maus, bla bla bla. Und dann steht da ein Betrag, wie viel schon gespendet wurde, wie viel Zeit dafür noch ist und so, bis ich das brauche. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auf jeden Fall gerne mal im Stream zuschauen. Ich bin auf jeden Fall... Ha, nicht getroffen. Ich bin auf jeden Fall fast täglich online. Werde hauptsächlich Counter-Strike spielen. Ich spiele sehr viel GTA, Viewer-Games, ganz viele Rennen. Ich glaube mittlerweile, der hat einen Wallhack, aber der ist sehr schlecht, was Wallhacks angeht. Also was sein Aiming angeht. Ja, eigentlich ist jetzt so mittlerweile alles gesagt. Die neuen Formate habe ich vorgestellt, 4 Stück. Ja, genau. Das glaube ich dir mittlerweile auch, ne? Also die neuen Formate sind vorgestellt, das neue Design wird kommen, da setzen sich meine Freundin und ich zusammen. Die studiert übrigens Kommunikationsdesign, deswegen kennt die sich mit den Adobe-Programmen auch so ein bisschen besser aus als ich und die ist auch so ein bisschen kreativer, was das angeht. Ich bin eher so der Typ, der den ganzen Tag nur Scheiße labert und zockt. Für Vlogs muss ich nochmal gucken, dann muss ich mit ihr nochmal schnacken, ob man nicht mal vielleicht Lust darauf hat. Wir sind halt auch öfter durch in Hamburg unterwegs und fahren durch die Gegend im Wort oder gehen durch die Gegend. Und da überleben wir teilweise auch recht witzige Sachen, weil Hamburg ist ja jetzt auch nicht die langweiligste Stadt der Welt. Ich würde mich freuen über Feedback auf jeden Fall. Über Daumen hoch, runter, rückwärts, vorwärts. Jo, läuft bei denen. Ich merke auch gerade, das ist so eines der wenigen Videos, die auf meinem neuen Kanal aus meiner neuen Wohnung hochgeladen werden. Gut. Das war's jetzt mit dem Overwatch. Jetzt werden wir nochmal unser Fazit ziehen. Und zwar würde ich sagen, Aim Assistant, auf jeden Fall zu wenig Informationen. Für Vision Assistant, da bin ich mir sogar recht sicher, weil der hat durch die Tür immer getroffen. Oder in der Mitte und schon mal vorher geschossen. Der hat auch 14-3 gehabt oder so, sowas. Lässt darauf hinschließen, also die Stats sagen zwar nicht immer alles, könnte auch ein Smurfer sein, aber der hat teilweise die Leute schon ganz gut predicted. External Assistance, sowas wie Bunny Hop oder ähnliches, habe ich nicht gesehen.
Und bezüglich Griefing, ich weiß nicht, ob ihn irgendwer zum Schluss da noch reportet hat für Team Attack Griefing oder so. Aber ich muss sagen, da drücke ich ihm auch nochmal so einen rein, weil, ja, auch wenn es Spaß ist, sowas finde ich, macht man nicht. Auch unter Teammates. Ich werde auch von meinen Teammates so oft geteamkillt. Und, ja, ich reg mich manchmal darüber echt auf. Aber so, das soll es erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Denkt an die Punkte, die ich euch genannt habe. Im Stream seid ihr herzlich eingeladen. Alle meine Social Networks, das möchte ich auch nochmal erwähnen, Facebook, Twitter und Twitch, sind in der Beschreibung ganz oben verlinkt. Ich werde da jetzt anfangen, regelmäßig Sachen zu posten. Status-Updates, Streams, neue YouTube-Videos und so. Möchte ich mir jetzt demnächst gerne wieder angewöhnen. Das heißt, einfach mal vorbeigucken. Facebook ist noch sehr inaktiv, Twitter auch. Auf Twitch geht das so, da habe ich um die 500 Follower. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und einfach mal ein Like oder ein Follow da lasst, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Denn ab sofort habe ich vor, wieder regelmäßig Videos zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tadalöö!